Ich habe das Gefühl, das ganze Leben ist eine Weiterbildung. Und zu den einleitenden Worten, ich habe auch das Gefühl, jeden Tag gibt es einen Haufen zu lernen. Vor 2 Jahren habe ich die Leadership Excellence Weiterbildung gemacht an der Zürcher Fachhochschule, also ein CAS. Ich habe ein MAS gemacht in Schulentwicklung und Evaluation, weil ich selber in einer Schule arbeite. Meine erste Weiterbildung war im Zusammenhang mit einer Führungsrolle, die ich übernommen habe und einfach kein Wissen dazu gegeben habe. Und hat es geholfen? Also, wenn Sie jetzt zurückschauen. Die Ressource Mensch ist der Wettbewerbsvorteil für die Innovationskraft in der Schweiz. Und ich glaube, deswegen sind wir auch immer so ein höchstes Niveau mit Weiterbildungsangeboten. Es gibt aus Lauterdijk den Satz, Weiterbildung bedeutet Neugier auf sich selbst. Für mich die wichtigste Weiterbildung ist wirklich die Frage, was habe ich heute gelernt? Ich stelle mir die mehrmals am Tag, am Morgen bei den Kindern und später bei den Mitarbeitern nach dem Mittag. Was habe ich von den Gästen gelernt? Und ich glaube, dort weitergehen, nicht stehen bleiben. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass die Leute, Jose sagt, etwas elementar, es geht darum, etwas mitbekommen, wo sozusagen in dem Wechselhaften eine gewisse Beständigkeit hat. Dass jemand relativ schnell sich auf Neues einlassen kann, dass sie die Möglichkeit haben, sich das Wissen zu holen, zu erarbeiten, im Team zu arbeiten, Austausch und so weiter und so fort. Das verschiebt sich. Und das ist aber relativ anforderungsreich. Was ich muss lernen. Ja, dass ich das, was ich heute gelernt habe, kann umsetzen. Weiterbildung ist unheimlich wichtig, auch einfach nicht stehen bleiben und aufgeben. Eine gute Weiterbildung ist sicher das, was man heute Abend auch mehrfach gehört hat, dass man nicht einfach nur Wissen anhäufen tut, sondern etwas mitnehmen kann, das man anwenden kann. Etwas vom Wichtigsten für mich sind maßgeschneiderte Weiterbildungen. Und das war heute Abend auch so das Thema gewesen. Nicht immer nur die grossen Geschichten, sondern wie kann jemand, der auch gut ausgebildet oder weiterbildet ist, wirklich im Kleinen sich etwas holen. Einen eintägigen oder zweitägigen Kurs, den man nachher wirklich in den Alltag transferieren und umsetzen kann. Der Weiterbildungswunsch, den ich habe, ist wirklich, ich bin Studierenden von der Weiterbildung immer wieder Neugier zu wecken. Also das Feuer, das Florian beschrieben hat, nicht, dass es ein Gegensatz ist zwischen der ZAS und dem Feuer, sondern in den Lehrgängen, in unserem Format, dass Neugier, Begeisterung, Interesse können wirklich zu wecken. Also wie etwas, das sich durchzieht, sozusagen über alles durchzieht.